Guten Morgen, Leute. Montagmorgen, Zeit für den Rückspiegel. Wie immer wollen wir mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam auf den Tisch? Was kam gut an? Was kam nicht so gut an? Wir haben die News der Woche. Wir haben Antworten und Fragen der Woche. Und Melli fängt wie immer an. Ja, und ich fange direkt mit einem Duell an. Und zwar wird es von Splendor jetzt offiziell ein Splendor-Duell geben. Das heißt, ihr könnt hier jetzt wirklich richtig um die Krone fighten. 1 gegen 1. Genau, also alle, die total Bock auf Splendor haben und sagen, zu zweit kann man das so sonst da irgendwie nicht spielen. Duell ist jetzt da, ihr könnt es ausprobieren. Dann gibt's News von Asmodee, denn zu Chronicles auf Avel, also die Chroniken von Avel, wird es im Englischen jetzt schon eine Erweiterung geben, die heißt New Adventures. Das heißt, alle, die mit diesem Grundspiel quasi nicht mehr herausgefordert sind, die können sich jetzt auch hier auf eine Erweiterung freuen. Genau, also mehr vom Alten. Ja. Und die Nummer 3 wird wahrscheinlich jeden begeistern, der vielleicht bei uns in der Gesleeved reingeschaut hat und sagt, oh Mann, ich hab's total verpasst, sieht aber voll fett aus. Zu Burncycle wird es zum 19. Juli nochmal ordentlich Content geben. Also ihr könnt hier euch das Grundspiel wohl sichern. Es wird ein Reprint geben und es wird noch mehr zusätzlicher Scheiß auf den Markt kommen, so muss ich es einfach sagen. Also wenn ihr es jetzt verpasst habt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, das noch nachzuholen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Geld auszugeben, Leute. Bald ist es wieder soweit. Chip Theory macht eure Kreditkarte rot. So, wir hatten natürlich auch eine wunderbare Frage der Woche. Die stellt euch Melli nochmal und ich gebe euch dann die Antwort der Woche. Genau. Bevor die Frage der Woche kommt. Ist doch logisch. Ja, Und zwar, Frage der letzten Woche war ja, was war euer Highlight bisher in diesem Jahr? Wir haben ja jetzt so Halbzeit fast und da haben wir euch gefragt und ich habe ja allgemein gefragt. Wir hatten auch super Antworten, zu denen komme ich gleich. Ich möchte euch jetzt kurz die Antwort schreiben, die uns persönlich echt passt sehr auch gut gefallen hat und die auch hobbytechnisch passt, aber auch so ein bisschen abseits vom Hobby ist. Sie ist von Angie Mosch. Mein Highlight dieses Jahr. Wir haben neue Nachbarn bekommen, die dieselben Interessen haben wie wir und auch Brettspiel begeistert sind. So hat sich nicht nur eine regelmäßige Spielgruppe gebildet, sondern auch eine tolle Freundschaft. Und jetzt muss ich sagen, das finde ich einfach ein geiles Highlight, weil was kann es Besseres geben wie Nachbarn, die dann auch noch Bock haben zu spielen, die das Hobby schon teilen, vielleicht man sich austauschen kann. Und auch wir haben ja über unseren Kanal und über unsere Tätigkeiten an Brettspielabenden, in Bibliotheken und Spielecafés, ja, einfach so viele Menschen kennengelernt. Großartig. Also das finde ich super, Angie. Das gefällt mir. Ja, aber... Genau. Es gab noch andere Highlights. Genau. Ich habe geschrieben, sein Highlight war, dass er das neue Auto bekommen hat. Das brauchen wir ja auch, um dann Brettspiele zu transportieren. Na klar, Leute. Und zu den anderen Leuten zu fahren vielleicht zum Spielen. Das ist wichtig. Absolut wichtig. Ja. Deswegen, aber es gab echt tolle Highlights. Also lest euch mal die Kommentare durch. Waren großartige Sachen dabei. Natürlich sind Messen und unser Community-Treffen ein Highlight für den einen oder anderen. Also ich freue mich auf viele eurer Highlights auch mit. Von daher, super. Und vielleicht sind wir dann ja euer Highlight vom nächsten Halbjahr. Mal schauen. Mal gucken. So. Ja, natürlich gibt es auch wieder eine neue Frage der Woche und da gehen wir jetzt mal so richtig ans Geld ausgeben, würde ich sagen. Und nach Burncycle kommt. Steht ihr auf Deluxe-Komponenten? Also es gibt ja viele Möglichkeiten, Geld loszuwerden. Ja, nein, sein Spiel abzugraden, ob es jetzt ein Insert ist, ein Overlay, irgendwie richtig coole, süße Miepelchen dazu oder. Playmats. Mögt ihr so ein Zeug? Genau. Ja, also sagt ihr, wenn so ein Kickstarter kommt und da könnt ihr für 95 Euro das Base Game haben oder sagt, ich kann auch für 595 das Base Game plus Deluxe Components haben und allen, was dazugehört. Schreibt mal rein, wie ihr das seht. Seid ihr, so wie wir, große Fans von haptischen Zubehörsachen? Oder sagt ihr, nee, mir reicht das Base Game. Papp-Tokens sind genauso gut wie Acryl-Tokens. Metallmünzen braucht kein Mensch. Ich habe eh nur noch eine Karte im Geldbeutel. Von daher, schreibt's mal rein. Wird uns interessieren. Montag. Soll ich weitermachen? Ja. Montag. Ich weiß nämlich nicht, wie man es ausspricht. Okay, so geht's mir leider auch, Leute. Also entschuldigt, was ich jetzt gleich sagen werde. Montag haben wir das aktuelle ausgelieferte Spiel von Mindclash Games gespielt. Es heißt, glaube ich, Perseverance. Keine Ahnung, wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff, genau, und wir stranden auf irgendeiner Insel, da sind auf einmal Dinos und wir müssen versuchen, da drauf zu überleben, indem wir die abwehren. Das Ganze ist ein Eurogame, welches aber in zwei Kapitel gespalten ist, aber kein Legacy Game ist. Ihr könnt also alles Standalone spielen. Wir haben das erste Kapitel gespielt.
Ja, prinzipiell geht es darum, dass wir versuchen, unsere Siedlung aufzubauen, Dinos abzuwehren. Wir haben natürlich wieder Einsatzfelder, die wir benutzen können. Es hat einen echt spannenden Mechanismus. Und zwar werden, ein bisschen wie so bei einem Tower Defense, Dinos auf unsere Siedlung zulaufen. Und eigentlich möchte man die abwehren. Man könnte auch sagen, nee, ich möchte, dass gewisse Dinos durchkommen, die zerstören dann vielleicht die Mehrheiten an Siedlungen. Ja, aber meiner Kontrahenten, das kostet ich nicht, dir, gell? Das kostet, nee, nur wenn du es auslöst. Also, es hat einen tollen Mix und du willst aber die bekämpfen, weil da, erst wenn du die bekämpfst, kannst du dir quasi Siegpunkte holen. Und du musst natürlich die Soldaten holen, du musst die Siedlungen aufbauen. Also, es hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Es hat kurz gedauert, bis man so verstanden hat, dass es jetzt hier nicht so das typische Arbeiter-Einsätze-Spiel ist. Und es hat so ein bisschen, ja, es hat fast ein bisschen Ami-Trash-Charakter irgendwie. Wie gesagt, es hat so ein Tower-Defense-Ding, aber ich finde, es hat funktioniert und ich freue mich und ich bin gespannt auf die zweite Kampagne, die sehr viel komplexer sein soll. Da darf man sich dann so ein bisschen Exploration-mäßig wohl ausbreiten. Also mir hat es gut gefallen, ich freue mich nochmal drauf. Die Sache ist halt, wie lange trägt sowas dann als Dauerbrenner. Mal gucken. Also ich muss sagen, es war erstmal erschlagend am Anfang. Es war so eine kleine Ikonografie irgendwie. Ja. Es war so, erstmal so, was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Ich habe dann erstmal einen Schutzwall gebaut, weil ich mir dachte, ja, die Dinos sind ja echt gemeingefährlich. Ich fange mal an, wo es eben sinnvoll ist. Und es war die, also da, wo mein Schutzwall war, da kam es niemals zu einem Dino-Überlauf. Ja, also weil die halt so abgesteckt waren für Mellies Schutzwall. Die haben gesagt, anscheinend. Nee, so, da gehe ich nicht hin. Ja, und so also nach und da hat sich dann wirklich dieses Spiel entwickelt und man versucht jeden Fame zu bekommen, den man eben in diesem Spiel bekommen kann. Und ja, irgendwann lief es dann wirklich rund und es hat Spaß gemacht. Bin ich gespannt, wann wir es wieder auf den Tisch kriegen. Ich auch. Am Dienstag ging es dann wieder zu Eva. Dieses Mal war es kein normaler Dienstag. Wir waren eine Fünferrunde, denn die liebe Andrea war auf einer Geschäftsreise in Stuttgart unterwegs. Und dann haben wir gesagt, komm, dann treffen wir uns gemeinsam, spielen zusammen einfach ein bisschen was. Und das große Spiel an dem Abend war Libertalia, ist ja jetzt die Neuauflage nach 10 Jahren. Und was soll ich sagen? Ich wurde vorgewarnt, Melli, dieses Spiel wird dir nicht gefallen. Es hat mir gefallen, so viel schon mal vorab. Libertalia ist ein Spiel, das eben ein bisschen push your luck, würde ich sagen, ist. Also ganz kurz zum Spiel selber. Man hat alle die gleiche Handkarten und jede Handkarte hat eben noch eine extra Aktion, die sie macht. Und wir spielen über mehrere Runden, über mehrere Tage. Und jedes Mal suchen wir eben ein Crewmitglied aus. Wir haben nämlich Luftschiffe. Und wir wollen diese Insel plündern. Also sucht sich jeder geheim ein Crewmitglied aus und legt es auf diese Insel. Und dann wird eben dieses Crewmitglied nach und nach abgehandelt. Immer die Schwächsten zuerst bis hin zu den Stärksten, wenn sie denn überlebt haben. Das kann durchaus passieren. Und dann geht es eben vice versa. Das heißt, dann kann man sich noch so einen Token holen zum Schluss. Und dieser Token hat auch wieder eine Besonderheit. Manche Tokens bringen sofort was, andere Tokens bringen erst am runden Ende was. Manche sind aber auch negativ behaftet. Und so versucht ihr halt jedes Mal abzuwägen, was kann denn passieren, was machen denn die lieben Mitspieler? Denn ich muss sagen, dieses Spiel hat schon eine gewisse Interaktion, was mir aber in diesem Fall nicht wirklich viel ausmacht, weil es eben so ein nette Nein, nett ist es eigentlich nicht, aber so du mir, so ich dir, keine Ahnung, also man teilt eben aus, man muss auch mal einstecken, keine Ahnung, es ist just for fun und hat echt ordentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay, machen wir mit dem Mittwoch weiter. Okay, alles klar. Melli hat alles gesagt, ja, es ist so, genau, also ihr spielt Karten aus und ihr versucht immer so ein bisschen die anderen zu lesen, weil ihr natürlich an einer gewissen Reihenfolge drankommen wollt, also wenn ihr einen Charakter habt, der vielleicht erst als letzter zündet, dann müsst ihr halt gucken, dass ihr abwägen können, schaffe ich es denn überhaupt als letzten auszuspielen? Ich fand es auch sehr, sehr interessant. Also wirklich, es ging vielleicht in der ersten Runde ein bisschen lang. Wir haben noch die englische Version, wir mussten die Kartentexte lesen, wir haben das erste Mal gespielt, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Ich glaube, es ist ein tolles Spiel für 5er und 6er Runden, die sich so ein bisschen sticheln möchten. Also es kann schon bös gestichelt werden. Ich habe der Andrea mal was weggenommen. Zack, eine Runde später hat Andrea mir was sehr Gutes weggenommen. Dann war das wieder ausgeglichen. Bis zur nächsten Karte, aber wir waren zum Glück dann fertig. Genau, also richtig cool, Libertalia hat mir sehr gut gefallen. Machen wir mit dem Mittwoch weiter, da geht Melli immer tanzen. Ich hatte hier wieder meine Jungs
Gruppe und wir haben Wolfenstein gespielt. Wolfenstein, The Board Game, hatte ich ja im Hollandurlaub mitgenommen. Es ist ein Dungeon Crawler. Wolfenstein basiert auf einem Videospiel. Wir spielen kooperativ gegen böse Soldaten. So sage ich einfach mal, so, ohne hier einen falschen Begriff zu sagen. Es ist dabei ganz klassisch gehalten, also es ist wirklich sehr simpel gemacht. Wir haben nur wenige Aktionsmöglichkeiten. Also wir können uns bewegen, wir können schießen, wir können Türen öffnen. Wir können, wie bei Zombicide, Lärm generieren. Wenn dieser Lärm zu oft generiert wird, dann haben wir den Alarm ausgelöst. Das heißt, diese Soldaten werden dann auf uns zukommen, werden in Kämpfe mit denen natürlich streiten. Jeder dieser gegnerischen Soldaten hat Spezialfähigkeiten, mit denen er uns versucht, das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Wir haben Spezialfähigkeiten. Wir können, wenn wir Gegner besiegen, kriegen wir Erfahrungspunkte, mit denen können wir wieder Spezialfähigkeiten von uns nutzen. Und wir fanden es eigentlich alle in der Runde ganz cool. Wir haben am Anfang noch so 2-3 Fehler gemacht, weil manche Sachen waren nicht so ganz klar. Wir wollen es auf jeden Fall nochmal spielen. Mir hat es gut gefallen. Es ist jetzt wirklich kein Überflieger, aber ich hatte auch nichts anderes von diesem Spiel erwartet. Also bei mir war klar, dass es hier nicht irgendwie der neue Dungeon Crawler König werden wird. Es ist halt wirklich ein straightforward Ding, laufen, schießen, also wirklich so ein Beer and Bretzel Game für die Jungsgruppe hier, wirklich hat mir Spaß gemacht, aber ich denke, die Wertung okay, die sollte passen, weil ich möchte es euch jetzt auch nicht ungespielt empfehlen, da gibt es definitiv spannendere Sachen, aber ich mag Minis, hat mir daher Spaß gemacht, also hat meine Erwartungen erfüllt. Na dann, ist es ja schon mal gut, dass wir diese Minis auch noch zusammengeklebt haben, die Woche zuvor. So, am Donnerstag hatten wir ein Spiel auf dem Tisch, das momentan noch unterstützt werden kann. Und zwar handelt es sich um Bot Factory. Da ist ja, ich sag's gleich mal vorab, es ist Vital Lacerta Co-Autor. Daher einfach mal kurz durchatmen. Nicht, dass ihr nachher wieder zu viel erwartet von Bot Factory. Es ist eher im Familienkennerbereich, würde ich sagen, angesiedelt. Ja, ich schätze, ja. Was macht man in Bot Factory? Es ist sozusagen ein Kanban-Light und wir werden hier in eine Fabrik gehen. Wir wollen natürlich Roboterteile uns erstmal holen. Wir wollen Roboter zusammenbauen. Wir möchten aber erstmal auch Blaupausen haben, denn wenn wir keine Blaupausen haben, können wir gar keine Roboter zusammenbauen. Dann haben wir ja gar keine Ahnung davon, was wir machen sollen. Wir können diese Aufträge für uns noch sichern. Die geben uns zusätzliche Punkte. Wir können diese einzelnen Botfarben etwas pushen. Und damit nicht so ganz die Langeweile aufkommt, ist die liebe Sandra mit vom Start. Und das ist sozusagen ein Dummy. Sie ist eben auch mit auf diesen einzelnen Boards unterwegs. Und immer wenn wir auf sie treffen, müssen wir ihr überhaupt erzählen, was wir da machen. Das heißt, also das ist so ein kleiner Mechanik. Eine Währung, die wir ausgeben müssen. Genau, wir müssen da erstmal noch was tun. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir passen in der Runde. Und das wollen wir nicht. Denn wir wollen wirklich jede Runde ordentlich nutzen, dass wir hier vorankommen im Spiel. Wir müssen aber auch auf unsere Mitspieler achten. Denn es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt hier bei dem Bot schon mal einen Kopf hinlege, und ein anderer Mitspieler über irgendeine Zusatzaktion Teile legen kann, dann kann es durchaus sein, dass mir mein Mitspieler diesen Bot, den ich mir vielleicht vorbereitet habe, einfach wegschnappt. Genau. Ist unglaublich. Also natürlich, Bot Factory ist vom Anspruch her wirklich simpel. Das ist so typisch Lacerda eben auch. Vielleicht ist das der Einfluss des Co-Autors. Ihr habt nur 4 Einsatzfelder. Bei denen könnt ihr echt ganz simple Sachen machen. Ich kann mir eine Blaupause holen, ich kann mir Roboterteile holen, ich kann den Roboter bauen oder ich kann Werte von Robotern bzw. Endpunkte einloggen, also Siegbedingungen einloggen. Aber wie das verzahnt ist, das gefällt mir wirklich gut, weil ihr habt eben auf diesen anderen Feldern manchmal die Möglichkeit, Aktionen von den anderen 3 Boards zu machen. Und dadurch entsteht das, was Melly gesagt hat, dass ihr wenn ihr den cleveren Zeitpunkt abpassen könnt, und es passiert eher im Spiel mit 3 oder 4 Spielern, dann seht ihr, oh, die geben mir eine Vorlage und ich weiß, ich will das nachher machen, aber jetzt dann gehe ich hier rüber, ich habe vielleicht die erste Aktion und dann mache ich mit der Zusatzaktion diesen Roboter fertig, den eigentlich Melly haben wollte, dann habe ich mir 2 andere Aktionen gespart und das ist dann nicht mehr mein Freund. Genau, das ist so ein bisschen der Reiz von, ich bin auch dein Mann, und das ist so ein bisschen der Reiz von Bot Factory. Und uns hat es gut gefallen, es ist aber ja, schwer zu sagen, also es ist für ein Familienspiel vielleicht doch ein Ticken zu viel, aber für ein Kennerspiel dann ein Ticken zu wenig. Also es ist Familie plus leichtes Kennerspiel, würde ich einschätzen, weil die Verzahnung macht nachher die Musik.
Also ja, hat genau. mir gut gefallen. Also wenn ihr jetzt denkt, oh geil, das muss ich mir genau angucken. Ja, läuft noch. Es läuft noch und es läuft nicht mehr lang. Also unterstützt und 2023 soll das ganze Ding dann ausgeliefert werden. Genau. So, dann gehen wir zum Freitag über. Möchtest du das erzählen? Ja, ich erzähle es. Also Freitag haben wir ein kleines Vesperspiel gespielt. Bei uns auf der Arbeit ist es eine neue Tradition. Wir haben Alligator gespielt von Kosmos. Das ist aus dieser Klein- und Feinreihe, heißt es, oder Open and Play-Reihe, heißt es ganz richtig. Auch hier haben wir diese kleine typische Box mit dem Magnetverschluss. Im Grunde hat uns das Spiel so ein bisschen an Split, was wir euch letztes vorgestellt haben, erinnert, denn wir haben Karten, die gehen von 1 bis, glaube ich, 65. Und wir haben zwei Kartenstapel, dort werden zufällig zwei Karten aufgedeckt, also zum Beispiel die 37 und die 65. Und jetzt müssen wir als Mitspieler Karten darunter legen. Und danach müssen sie immer zwischen 65 und 10, dann 65 und 17. Ich kann natürlich ein ganz fiese sein, sagen 65 und 64, dann ist diese Reihe gesperrt und bleibt nur die anderen. Und sobald ich keine Karte mehr legen kann, dann muss ich diesen Stapel an Karten komplett aufnehmen, also einen von den beiden. Das sind Minuspunkte, es gibt dann noch Sonderkarten, die mir erlauben, bei meinen Mitspielern Karten zu nehmen oder die Karten, die ausliegen, zu erhöhen. Und so kommt dann ein bisschen Abwechslung rein. Es ist halt ein schnell runtergespieltes Vesperspiel, kann man sagen. Das ist die neue Kategorie Kosmos. Wenn ihr zuguckt, nennt das bitte in Zukunft Vesperspiel. Das ist super, das würde zum Schwäbischen passen. Vesperspiele sind der neue Hit, Leute. Genau, also es ist eher so im Familienbereich so ein witziges, schnelles Ding, wo man eben noch als Opener oder Absacker noch auf den Tisch bringt. Man hat echt einen Heidenspaß. Ich denke, also wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Ich denke aber, es ist bis 5 oder 6 und umso mehr mitspielen, umso mehr Chaos passiert natürlich ja. in diesem Spiel und umso witziger ist es. Wobei, ich hatte am wenigsten zu lachen, denn ich musste nicht so viel Karten nehmen. Es kann ganz schön ordentlich reinhauen, muss ich sagen, wenn ja. man dann nicht die passende Handkarten hat und auch dieses Gemeine ist, auch wenn ich so eine Sonderkarte spiele, die Karte spiele ich vor mich aus und habe dann eben schon einen Minuspunkt. Aber manchmal kann es mir eben den Poppes retten. Das heißt, ich mache mal noch schnell einen Richtungswechsel und der andere denkt sich, Melli hat einen Minuspunkt, während ich 14 machen muss. Da kann sie auch mal so eine Sonderkarte ausspielen. Aber die Sonderkarten finde ich auch noch ganz kurz dazu gesagt, die finde ich ganz cool. Oder generell finde ich die Karten, also diese Mechanik cool, weil ihr könnt echt versuchen zu bluffen. Umso mehr ihr seid, sagt ihr, ich will halt einfach nicht mehr drankommen. Jetzt mache ich das Ding irgendwie so krass eng. Mal gucken, ob die Melli es noch schafft, diese zwei Zahlen da dazwischen zu legen. Und schafft sie es vielleicht noch, das schafft die da hinten nimmer. Und dann zack, kommt der Richtungswechsel, dann bist du der Arsch. So, nächstes Spiel. Melli, erzählt euch mal über den Samstag. Ja, am Samstag waren wir mal wieder unter einer ganz schönen Masse von Leuten. Es war nämlich in Stirbach Straßenfest angesagt. Und ich weiß nicht, ob das so was typisch Schwäbisches ist. Da kommt dann immer der Musikverein, da gibt's ordentliche Blasmusik und natürlich so richtig Festles Dingens da. Also mit Bierbänke und lecker hier Wurst und keine Ahnung was, Blasmusik. Und dann sitzt man halt da auf der Bierbank rum, schwätzt ein bisschen und wir spielen natürlich immer. Ihr kennt uns ja. Und wir hatten jetzt am Samstag echt spitze dabei. Ja, war echt spitze. Nein, muss ich sagen, echt spitze ist jetzt ein neues Spiel in der Klein- und Feinreihe. Daher ist es bei Schmidt erschienen. Und was machen wir in echt spitze? Es ist wieder ein Roll and Ride-Stichspiel. Ja, es ist ein Roll and Ride. Ein Roll and Ride, also einer würfelt, ist der aktive Würfel. Jeder sucht sich einen Würfelreihe um auf und wir haben eben ein Raster mit Früchten. Die wollen wir anpieksen, die wollen wir natürlich treffen, denn wir versuchen Früchte zu sammeln und wir wollen diese Bubbles, diese Seifenblasen platzen lassen. Denn immer wenn wir auf so eine Seifenblase treffen, dann können wir uns entscheiden, da durchzustechen und dann drehen wir unser Blatt rum. Denn diese Früchte sind auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite verteilt. Und wir müssen also dieses Blatt eigentlich wenden, um diese Set Collection zu bekommen. Und so versucht halt jeder eben diesen Zug für sich am besten rauszuholen. Es gibt dann noch passive Würfel in der Mitte. Da darf sich dann noch jeder zusätzlich einen Würfel nehmen, dass man eben in diesem Raster überhaupt was trifft. Und was sollen wir sagen? Ich habe in der Regel etwas überlesen gehabt und wir haben dann das gespielt gehabt. So, immer wenn man durchsticht, darf man dann ein Kreuz machen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also auf der Rückseite? Auf der Rückseite, dann haben wir das gespielt und wir so, okay. Dann habe ich nochmal nachgelesen, sage ich, Leute, sorry, ich habe es verlesen.
man darf auf der Rückseite auch ein X machen, denn man möchte auch so Reihen und Zeilen füllen, um Punkte zu erhalten. Also gleich nochmal gespielt. Und was soll ich sagen? Das hat das Spiel nicht besser gemacht. Genau, also es war wirklich sehr spannungsarm, das Ganze. Also sucht euch halt immer einen Würfel aus, den müsst ihr oben in der horizontalen legen und einen in der senkrechten. Und dann da, wo die sich überschneiden quasi, also die 4 und die 5, da überschneiden sich und da darf man ein X machen oder pieksen und umdrehen. Aber irgendwie plätschert das extrem vor sich hin, da kommt überhaupt keine Spannung auf. Meistens könnt ihr auch irgendwie das machen, was ihr machen wollt und alle haben dann am Ende so ähnlich viele Punkte. Oftmals gibt es dann sogar mehr Punkte, wenn ich es schaffe, einfach nur Zeilen zu füllen, statt diese Dinger zu platzen lassen. Also hat uns echt spitze, hat uns nicht gut gefallen. Das war eher so ein, ja, geht so, würden wir nicht nochmal spielen. Ist hier wirklich echt durchgefallen, zweimal gespielt und spaßfrei. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich nichts gerissen in diesem Spiel und hatte dann aber in der zweiten Runde mit Angelo Gleichstand. Und er hat richtig ordentlich Früchte gesammelt und hat hier sogar ordentlich Punkte abgegrabt über diese Früchte, was ihm eben auch keinen Sieg gebracht hat. Nein. Irgendwie so traurig. Dann sprechen wir noch über was Spannendes am Sonntag. Da haben wir nämlich zu zweit Land versus Siegespiel. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ist ein Plättchenlegespiel. Man könnte jetzt banal sagen, es ist so eine Art Carcassonne, weil wir versuchen natürlich, der eine Spieler hat die Landteilchen oder die Landfarben auf diesen Teilchen, der andere hat die Wasserteilchen oder die Wasserfarben, Regionen auf diesen Teilen, weil es sind immer beide drauf. Und so wie bei Carcassonne bauen wir die Städte, so baue ich eben mein Meer und Melli versucht das Land zu bauen. Wir versuchen dann diese Sachen abzuschließen, dann kriegen wir dafür Punkte. Es hat noch einen spannenden Mechanismus, denn auch die Spieler oder der Gegenspieler kann mein Gebiet abschließen. Dann kann er eventuell Punkte kriegen, die auf diesem Plättchen mit drauf sind. Also sind so kleine Kreuze drauf und wenn Melli dann abschließt, dann bekomme ich zwar trotzdem diese 4 Punkte. Es kann aber sein, dass die Kreuze so gut liegen, dass Melli auch 4 Punkte kriegt. Also so kann sie als passiver Spieler ja, so ein bisschen die Punkte ausgleichen. Und dann gibt's noch Sonderkarten. Ich kann bei Melli ein Plättchen stehlen und ich habe einen Doppelzug. Und es ist wirklich super schnell runtergespielt, hat kaum Regeln. Es entsteht natürlich wieder so eine ganz tolle Optik auf dem Tisch. Also ihr habt wahnsinnig große Wassergebiete und denkt, ja, ich muss dieses Ding zukriegen. Das gibt mir doch 25 Punkte. Das muss ich doch irgendwie schaffen. Man kann sich ordentlich verfranzen und der Gegenspieler kann einem auch ordentlich was reindrücken. Weil ich habe jetzt vielleicht gerade vor, mein Gebiet abzuschließen. Ja, und er denkt sich so, oh cool, da kann ich ja noch größer streuen. Ich lege das mal dahin, das bringt mir jetzt vielleicht nichts. Aber zack, auf einmal ist das noch größer und ich kann es gar nicht abschließen. Und so ja, versuchen wir wirklich... Kennt man ja von Carcassonne dieses Gestichel, so, du machst deine Stadt gleich zu, du mach ich mal so ein Dreierteil hin, zack, ist die Stadt wieder in... Also doof dann, wenn es danach nämlich klappt, dann hat er doch also mehr Punkte gemacht. Und so ist Land vs. Sea auch. Wir haben die englische Version, es war in der Spieleschmiede. Es war in der Spieleschmiede, müsste jetzt dann auch irgendwann Richtung Sommer ausgeliefert werden. Es ist auch ein Modus drin, wo man zu dritt und auch 2 gegen 2 spielen kann. Aber ich glaube, zu zweit ist es eben am besten. Und es ist wirklich sehr, sehr schön, was da auf dem Tisch passiert. Am Anfang fängt man eben an, so mit ein paar Plättchen. Und dann wird es immer größer und größer und größer. Und man muss wirklich nachher schauen, so, wo könnte ich noch was abschließen und wo ist es noch nicht ganz so groß. Und es war so ein Hin- und Her-Gebettel zwischen uns. Angelo hat angefangen und er hatte auf einen Schlag ein Riesengebiet. Und ich habe mein Wasser relativ schnell zugemacht. Und nachher hatte ich ein wahnsinns großes Gebiet. Und dachte mir, da kriege ich doch den Deckel nicht mehr drauf. Aber ich habe gewonnen. Ganz knapp, glaube ich. Aber das auch nur aus Versehen. Also, genau, ich habe aus Versehen gewonnen. Ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ich habe einfach aus Versehen gewonnen. Nee, aber kann es passieren. Ist ein schönes Spiel. Ich würde sagen, so auf einem leichten Familienniveau. Also auf jeden Fall noch unter Carcassonne, weil ihr habt gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und für alle, die das auf Deutsch schon unterstützt haben. Ihr könnt euch freuen. So, hier im Auto schon wieder extrem warm. Deswegen läuft mir hier so ein bisschen der Schweiß. Ja, es aber in der Arbeit wird es noch wärmer. Die Maschinen sind bestimmt schon an und wir werden gleich noch mehr schwitzen. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Wir wünschen euch einen tollen Montag. Lasst euch nicht ärgern. Dringend ausreichend, wenn ihr auch diese Temperaturen habt. Und ansonsten, ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.